Ja, moin zur neuesten Ausgabe vom Neandertaler Whisky Blog. Und heute haben wir auf dem Fass eine sehr wunderschön aussehende Flasche, den Dalmore Portwood Reserve. Mit den dicken, fetten Hirschen auf der Flasche vorne drauf. Und ja, also ich muss sagen, optisch ist Dalmore oder sind die Dalmore Flaschen sowieso ein Hingucker, also deswegen musste eine sowieso mindestens in meine Sammlung, allein wegen der Flasche schon, weil es gibt viele coole Flaschen und es gibt ein paar, die ich sehr besonders finde und wo ich sage, die müssen allein wegen der Optik, finde ich schön, dass die bei mir im Whiskyzimmer stehen. Aber weiß ich nicht, dieses Label von dem dicken, fetten Hirschen ist einfach unübertroffen. Außerdem steckt dahinter eigentlich meine Lieblings-Whisky-Anekdote, die ich bislang gehört habe zu den Brennereien. Und zwar die Geschichte dahinter ist, die Gründerfamilie der Brennerei Dalmore ist die Familie Mackenzie. Und bevor diese Brennerei überhaupt gegründet worden ist, soll der Clanchef der Familie damals den damaligen König, King Alexander III., nachdem es natürlich auch eine Abfüllung benannt bei Dalmore, sogar eine der etwas kostspieligeren, der soll gerettet worden sein von dem Clanchef der Familie Mackenzie, weil ein Hirsch auf den König zugestürmt ist und er hat ihn vor dem Tod bewahrt. Und seit diesem Tag hat der König der Familie erlaubt, das königliche Wappen des neuen, nicht neuen, 12 Enders, in ihren, ja, für ihren Clan zu benutzen, ne? Und nachdem die Familie dann auch eine Brennerei gegründet hat, war klar, dass dieser 12-Ender dann auch mit auf die Flasche muss, ne? Finde ich eine ganz nette Anekdote. Kann man immer ganz gut bei Tastings erzählen. Ist halt unterhaltsam, ne? Ansonsten haben wir hier ein Whisky ohne Altersangabe bei dem Portwood. Der hat 46,5%, also eine ziemlich angenehme Trinkstärke. Ja, und ansonsten lag der in Ex-Bourbon-Fässern und wurde in Tony Port Pipes gefinished. Das heißt, es ist auch nur ein Port-Finish. Nicht kühl filtriert, aber mit Farbstoff. Deswegen schöne Farbe, aber brauchen wir nicht großartig drüber reden. Weil man nicht weiß, wie viel Farbe drin ist, leidiges Thema, ist egal, ist jetzt aber auch nicht so schlimm, wenn er schmeckt. Ihr könnt es euch beinahe denken, weil ihr seht den Füllstand der Flasche. Ihr dürft nicht allzu schlecht gewesen sein. Ein letzter Dram wird noch drin sein, das ist dann der vorletzte, den teile ich mit euch. Ja, so viel zu den Eckdaten von dem Whisky. Die Geschichte zu Dalmore kennt ihr jetzt auch. Wenn ihr die nicht sowieso schon kennt, weil die ist schon ziemlich bekannt, ist halt auch cool. Ja, würde ich sagen, beschäftigen wir uns mit dem Whisky selber. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht so viel von Dalmore probiert, muss ich gestehen. Also ich hatte jetzt den hier. Davor hatte ich den Valor, der kommt ja in einer Literflasche. Der ist auch wieder ohne Altersangabe. Der hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich, glaube ich, bei meinem Local Dealer mal eine offene Flasche vom 12er probiert. Damals hat er mich jetzt nicht so überzeugt, aber das ist ja immer so. Ha, meistens habe ich, wenn ich beim Local Dealer einkaufen gehe, leider wenig Zeit. Also man kann sich nicht wirklich mit den Whiskys beschäftigen. Ich habe das schon öfter festgestellt, aufgrund von Zeitmangel, dass ich dann doch den einen oder anderen, den ich vor Ort nicht so gut fand, dann doch nicht so schlecht fand im Nachhinein, wenn ich den nochmal probiert habe. Und Simple vom Ziegermalt hatte ich. Den habe ich tatsächlich einmal so verkostet und einmal zur Zigarre. Beide Male hat er mir gefallen. Passt jetzt auch gut zur Zigarre, weil der halt, ich glaube, der lag im Sherryfässer, ne? Der hat schon einen guten Sherry-Einfluss und ich finde, das passt immer ganz gut zur Zigarre, aber es ist auch Geschmackssache. Ob es jetzt wirklich unbedingt der perfekte Malt ist für eine Zigarre, ist dahingestellt, aber ich finde ihn auf jeden Fall passend. Und der hier hat jetzt in der Nase auf jeden Fall so eine leichte Blumigkeit. Eine Süße,
Von den Ex-Bourbon-Fässern, die riecht man auch. Ich weiß gar nicht, also Vanille und Karamell weder noch. Ich würde eher. Ja, doch hinten ein bisschen Vanille, aber ich würde jetzt eher sagen, so eine Honigsüße, ne? Definitiv eine Dunkelfruchtigkeit. Plus eine Zitrusfrucht, aber auch da nicht so diese scharfe, zitronige, sondern eher so Richtung Orange. Ja, und so eine Beerigkeit, ne? Also die Dunkelfrucht ist jetzt in der Nase eher eine Beerigkeit. Ja, eine Pflaume könnte noch dabei sein, ne? Doch. Ja, genau. Also ich hatte den auch letztens in einem Live-Testing bei meinem Instagram Neandertaler-Blog. Und da hatte ich vor dem Bushmills-Podcast. Und der war total bärig. Und dann der Unterschied zu dem hier war, dass er auch bärig ist, aber nicht so stark wie der Podcast, dafür aber auch so ein bisschen Pflaume dabei hatte. Ja, jetzt riecht man das auch ein bisschen. Ja, probieren wir mal, Sancho. Oh ja. Also die 46,5% tun ihm echt gut. Der hat auch ein bisschen, also der ist jetzt nicht wirklich doll kräftig, der ist immer noch mild. Aber der hat auf jeden Fall mehr Power, als man denkt, wenn man die sehr, sehr sanfte Nase riecht. Da riecht man auch gar keinen Alkohol. Und im Geschmack baut er sich im Mund echt auf. Aber das sind auch viele Sachen sehr schwer auseinander zu dröseln. Also der hat auch auf jeden Fall im Geschmack eine gewisse Kraft, die sich da aufbaut. Und dann schmeckt man auf jeden Fall eine Dunkelfrucht. Auch wieder so eine Bärigkeit und Pflaume, würde ich sagen. Der kommt hinten raus im Geschmack, so im Übergang zum Nachklang, so eine gewisse Schärfe. Aber könnte fast Ingwer sein, ne? Dann hat er noch eine gewisse Süße im Geschmack. Definitiv. Auch da würde ich sagen, eher so Richtung Honig. Ja, er erinnert im Ganzen so ein bisschen an Wald, ne? Also so Honig, Beeren. Und dann hat er definitiv im Nachklang, bringt auch eine Eiche mit. Also einmal, im Geschmack sind es vielleicht noch eher Gewürze, die dann zum Vorschein kommen, so eine Würzigkeit. Im Nachklang wird aus der Eiche aber dann auch eher so eine Holzigkeit, so eine holzige Eiche, ne? So ein bisschen bitter, so ein bisschen holzig. Ja. Also einmal müssen wir jetzt nochmal probieren, weil das war jetzt gar nicht so einfach beim ersten Schluck. Also der zweite Schluck, dieses Kräftige, was ich vorhin beschrieben habe, das hat er beim zweiten Schluck jetzt gar nicht so. Der dominiert auf einmal auf jeden Fall die Süße und die Frucht.
Da sind definitiv Beeren mit drinne, aber auch so ein bisschen auch wieder die Orange, die man auch in der Nase hatte. Und im Nachklang ist er jetzt auch fruchtig. Also die Fruchtigkeit geht so mit in den Nachklang. Aber die Holzigkeit kommt wieder zum Vorschein. Jetzt war die Würzigkeit im Geschmack gar nicht so vorhanden. Und ging eigentlich direkt über in so eine leichte Eichennote. Aber diesmal ging die Frucht dann so ein bisschen mit in den Abgang rein. Ja, hat mir sehr gut gefallen, der Whisky. Ihr seht es an dem Füllstand. Wer Dalmore noch nicht probiert hat, ja, viele sagen immer, der 12er ist ganz gut. Ich bin gestartet mit dem Valor. Ich weiß gar nicht mehr, ob der noch jetzt großartig auf dem Markt ist, weil ich den selten sehe. Vielleicht wurde der auch eingestellt und es gibt jetzt nur noch einen Restbestand. Das weiß ich jetzt gar nicht. Wer es weiß, schreibt es mal in die Kommentare, wie der Stand zum Valor ist. Ansonsten, der liegt preislich jetzt bei so 65 € um den Dreh. Ist nicht mehr ganz so günstig, ist schon ein bisschen höherpreisig. Preis-Leistungstechnisch fand ich, hatte sich auf jeden Fall gelohnt. Ich muss dazu auch sagen, es war wieder, ich hatte das jetzt auch beim Wähler damals auch, es war so ein bisschen das Phänomen, je mehr sich der Füllstand verändert hat, der Flasche, und je mehr Sauerstoff reinkam, desto mehr ist der gekippt. Als ich die Flasche frisch aufgemacht habe, hat Süße und Frucht sehr dominiert und es war ein bisschen Würzigkeit vorhanden. Je mehr der Füllstand runtergegangen ist, desto mehr kippt das Verhältnis. Also die Süße und Fruchtigkeit ging ein bisschen zurück, die Würze wurde ein bisschen stärker und die Eiche. War jetzt bei diesem hier so mittelmäßig der Eindruck, also das war schon mal schlimmer. Als das Verhältnis gekippt ist, war er immer noch gut, aber davor gefiel er mir besser und dasselbe hatte ich halt beim Wähler auch, musste mal gucken. Generell preis-leistungstechnisch ist er auf jeden Fall im Rahmen mit dem Preis. Auch den hier kann ich empfehlen. Wer aber Dalmor noch nicht hatte und ein Einsteigermodell jetzt wohl probieren will, kann mal den Server probieren oder wenn vorhanden halt den Wähler. Ansonsten schreibt mal in die Kommentare auch ansonsten, was eure Lieblingsport-Whiskys sind. Würde mich mal interessieren. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Wir stehen kurz vor den Feiertagen. Lasst es euch gut gehen. Ne? Und Sláinte und haut rein.